Lass uns einfach mal gucken, was ich da an Content rausholen kann, ob es sich gelohnt hat für das Wii Sports Video. Switch Sports, mein Flash will Upload, ihr wisst schon, gewartet zu haben, bis Golf noch rauskommt. Weil ich finde, Golf gehört da auch einfach rein. Das muss so ein... Es gab kein einziges Wii Sports Video von mir, wo nicht Golf drin vorkam, glaube ich. Kommt mit zum Wii Sports Golf, spielt die Wii Sports Golf Partie. Und ich habe vorhin getestet, also dass es dass ich mich nicht irre. Ich hoffe, Golf ist drin. Es wurde mir auf jeden Fall angegeben, dass es dabei ist. Let's go. Und ich konnte nicht online spielen. Und ich habe das jetzt nicht gefixt, weil ich habe vorhin mit den Buben habe ich Mario Party im N64-Style aufgenommen. Da konnte ich online spielen. Ich habe gestern Pokémon gespielt mit Hockey und Nicole. Das ging auch. Ich hoffe, das geht jetzt hier, weil vorhin konnte ich irgendwie nicht online gehen in Switch Sports. Weil wenn ich das kann, dann könnt ihr vielleicht zufällig schon direkt mitspielen oder so. Seht ihr das? Okay, es geht. Das hatte ich vorhin nicht. Hinweis, manchmal sind Gegner Komm-Spieler. Jetzt müssen sie es hinschreiben. Sie können uns nicht mehr verarschen, dass sie uns hin und wieder einfach vorgegaukelt. Was ist er? Kann ich das bitte haben? Die Hamburger Kollektion, das ergibt ja nur Sinn. Die muss ich ja haben. Ja, ich grinde da nicht drauf, das passt schon. Aber den Hamburger hätte ich trotzdem gerne. Gott, sind das jetzt nicht übelst viele Sachen, die dazu kamen? Okay. Warum wurde mir das vorhin nicht angezeigt? Achso, weil ich nicht online war, wa? Golf ist da. Golf ist da. Ich bin mit der Cam drüber, aber das... Ich glaube, es ist gleich egal, oder? Ich glaube, die Cam ist da ganz gut aufgehoben, tatsächlich. Möchtest du mit dieser Auswahl nach Gegnern suchen? Ich weiß nicht, soll ich offline spielen? Soll ich online spielen? I don't know. Wenn ich jetzt noch Nintendo Online hätte. Es ist das Geld manchmal einfach nicht wert. Das ist es nicht wert. Das ist es einfach nicht wert. Extreme Dank, ich erinnere mich. Fucking Takashi ist doch wieder irgendein Computergegner. Kann mir doch keiner erzählen. Guck mal, das ist Tommy. Warte, Anna könnte tatsächlich Anna sein. Ich habe keine Ahnung. Rechts. Ich bin auf jeden Fall händetechnisch rechts eingestellt. Zack. Und ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung. Wieso soll ich schon gegen andere spielen? Ich mach einfach mal. Ich guck mal, was Golf in dem Spiel zu bieten hat. Golf, eine der besten Sportarten in den anderen Teilen. Ich war hyped darauf, dass es endlich dabei ist. Und es macht null Sinn, dass es nicht von Anfang an dabei war. Das hat mich richtig mad gemacht. Hier lernst du die Grundtechniken des Golfspiels kennen. Ja, wahrscheinlich muss ich jetzt das Tutorial machen und die anderen spielen noch nicht, oder? Das sind alles Computergegner, weil ich das die erste Runde wieder mache. Das sind keine echten Spieler. Zeige mit dem Joy-Con zunächst nach unten und drücke das. Genau, damit können wir den Stand einnehmen, die Stance. Und dann können wir schon mal... Oh, das fühlt sich gut an. Wieso kommst du mir vor, als hätte ich schon mal mit dem Joy-Con Golf gespielt in irgendeiner Form? Ah, wegen Mario Golf, oder? War das auch mit... Ja! Ja! War das auch mit Bewegungssteuerung? Führe nun den Schwung aus und halte dabei ZR gedrückt. Versuche den Ball zu treffen. Okay, erstmal wieder resetten hier. So, und dann... Ja! Hey, das war voll stark, oder? Vielleicht ist es in diesem Spiel gar nicht mal so... Boah, der fliegt unnormal gerade. Ich glaube, das ist noch geskriptet. Dass er mir noch nicht nach links oder rechts abdriftet. Versuche nun, deine Schlagkraft durch entsprechendes Schwingen zu kontrollieren. Ah ja, da ist es. Hallo, oh Gott. Das ist nicht kalibriert. Versuche den Ball zu schlagen und dabei die Schlaganzeige im Blick zu behalten. I try. Soll ich überhaupt so schräg stehen oder soll ich mich... Okay, Naturtalent, let's go. Aber das geht ein bisschen... Bisschen schnell hoch, habe ich das Gefühl. Kann ich auch mal zu doll machen? Ich kann gar nicht zu doll schlagen, glaube ich. Das ist immer perfekt. Nee, also egal wie doll ich schlage, das ist... Okay. Das ist noch super simpel. Aber ein bisschen weniger doll kann ich. Okay. Guter Schlag. Der hellblaue Balken gibt Auskunft über die Schlagkraft. Je schneller du schwingst, desto mehr Kraft wendest du beim Schlag an. Das ergibt Sinn. Oh, jetzt soll ich das sogar machen. Behalte die Schlagzeige im Auge und versuch so stark zu schlagen, dass der gelbe Bereich erreicht wird. Achso. Excuse me? Ah, jetzt geht's aber auch zu stark. Okay. Dein Schwung war zu stark, deshalb war die Schlaganzeige komplett rot. Wenn das passiert, fliegt der Ball ohne eine Kurve. Ja, das ist komisch, dass es vorher halt nicht ging. Sondern erst dann, wenn sie es mir auch so zeigen, mäßig. Okay, dann mach ich... Ja, dann mach ich nicht so doll. Okay. Und nochmal so ein richtig schön... Ja! Mua. Chefs Kiss, so will ich das sehen.
Manchmal, zum Beispiel wenn du dem Grün schon nah bist, musst du die Schlagkraft drosseln, um nicht zu weit zu schlagen. Wir üben das mal. Es sieht halt auch immer noch aus wie auf der Wii, oder? Also ein bisschen besser, aber klar, es ist ein Switch-Game, aber Golf ist immer Golf. Mathe bleibt Mathe. Wups. Machen wir nicht übertreiben hier. Zack. Ich muss ja auch nicht so doll ausholen dann. Nicht schlecht, Mann. Das war echt cool. Wir sind fast durch. Hier noch ein Tipp, wie man den Ball geradeaus schlägt. Oh, jetzt kommt's. Ich habe nämlich die ganze Zeit wahrscheinlich... Das ist so dumm, dass man das hintereinander lernt. Wenn du beim Schwung die Handgelenke drehst, führt das dazu, dass der Ball in einer Kurve fliegt. Ich hasse es. Ich werde aus Versehen immer drehen. Versuche zunächst einmal zu bewirken, dass sich die Schlaganzeige krümmt. Wird sie sich sowieso, glaube ich. Okay. Oh, ich mache es anscheinend doch relativ gerade, ohne dass ich es will. So kann ich andrehen, okay. Okay, man muss schon sehr doll andrehen. Das ist gut. Da hatte ich ein größeres Problem bei Wii Sports Resort auf jeden Fall mit. Aha. My name is Skylar White. Aha. Das macht er nicht zum ersten Mal. Ich bin der Switch Sports Golf Profi hier. Versuch diesmal zu vermeiden, dass sich die Schlaganzeige krümmt. Jetzt werde ich es verkacken, obwohl ich es gerade so gut gemacht habe. So. Aber jetzt, okay, wunderschön. Ah, natürlich. Okay. Nehme ich doch. Das sah richtig gut aus. Zum Abschluss möchte ich dir noch zwei Schlagtipps mit auf den Weg geben. Zum Glück sind es Joy-Cons und nicht die, ich dachte gerade, da klötert was drin. Nicht meine kaputten Wii-Fernbedienungen, das würde nichts werden hier. Der erste Tipp ist, vor jedem Schlag erstmal einen Probeschwung auszuführen. Schwing jetzt zu, ohne ZR gedrückt zu halten. Schlag erst, wenn du so ein Gefühl für den Schwung entwickelt hast. Es ist doch wie gehabt, ich kenne es doch. Fixieren. Okay, nicht mehr das Handgelenk drehen. Regelmäßig. Ja. Ganz oft Probe schlagen, also wirklich so richtig oft, so dreimal den perfekten Schlag machen, dann ZR drücken und dann einfach, weil es drauf ankommt, komplett eine andere Handbewegung machen und den übelst versemmeln. So läuft's doch, so wird's immer sein. Grundlagen gemeistert, let's go. Ich dachte mir, ich mach das Tutorial lieber mal. Yo! Aber wie viele Löcher habe ich jetzt gespielt? Die Gönner. Ja, es sieht so cool aus. Er sieht echt cool aus. Der ideale Theo. Theo, mach mir ein Bananenbrot. Egal, ob sie gerade ist oder krumm. Theo, mach mir ein Bananenbrot. Macht mich auch sad, dass Leute nicht wissen, dass der Song von Rolf Zukowski ist. Als ob man den von früher nicht kennt. Sondern erst durch den Remix, beziehungsweise den TikTok-Trend. Toller Schlag! Boah, der war wirklich strong. Der war perfekt. Holy shit, wie ist der da so weit? Ah, okay, ich komme auch so weit. Let's go. Im Wasser, Anna. Tja. Okay, und jetzt versuchen wir tatsächlich schon mal drauf zu achten. Wind so ein bisschen von da. So ändere ich den Schläger. Der ist gut, würde ich sogar sagen. Vielleicht hätte ich das nicht tun sollen, weil der Wind kommt einfach nur von vorne. Ich habe das Gefühl, ich muss eigentlich nochmal einen perfekten Schlag einfach nur machen. Mach ich doch. Schreib mir das doch jetzt nicht vor hier. Sehr schön, so machen wir's. Ein wunderbarer Tag für Golf. Wieso geht das so weit? Ich hab doch Gegenwind. Was für Sandbunker? Hab ich die... Hä? Hab ich doch falsch auf die Karte geguckt? Hätte ich nur zum dritten Dings machen müssen? Da fuck. Das war übelst scheiße. Komm, wir machen... Das muss sein. Da kann man auch gut und gern mal den Driver nehmen, damit nichts passiert. Let's go. Oh Gott! Was? Wie rollt... Nur weil man einen Driver nimmt, kann er doch nicht über Gras unnormal weit rollen. So eine Scheiße. So ein dummer Anfang. Ja, aber das war auch absichtlich ein dummer Schläger. So, jetzt nochmal richtig hier. Jetzt nur bis zur 2. Nur bis zur 2. Oder so. Hätte näher rangehen können, aber so kann ich ihn reinpatten. Komm, das krieg ich hin. Voll unrealistisch, so eine Scheiße. Als ob der Driver dazu führt, dass das Ding, selbst wenn es rollt, immer noch so übel viel Kraft hat. Okay, da brauche ich nicht mal wirklich die Drehung mit einbrechen. Oder wie überall die Bälle fliegen. Das finde ich aber geil. Das ist das erste Mal, dass man wirklich sieht, wo die anderen auch was machen, ne?
So, der Putter ist ein bisschen anders. Aber ich muss relativ... Ja, okay. Ich kann schon ein bisschen durchziehen. Ah, und ich wollte gerade sagen, muss ich noch irgendwie in eine Richtung lenken? Es sah sehr gerade aus, finde ich. Sah nicht aus, als würde er nach rechts abfallen. Aber ist okay. Ist okay, Mann. Ich bin auch noch gar nicht... Ich bin auch gar nicht... Ich habe keine hohen Ansprüche an mich oder so. Der war schön. Das war zwar übelst die scheiß erste Runde, aber... Machen wir uns nichts draus. Das ist nur ein Tutorial hier. Boah, wenn ich das noch einmal hören muss. Alle fertig. Wow. Ja, Mann. Oh, Mann, ich muss mir echt Zeit nehmen. Ich muss mir gute Jokes einfallen lassen. Für Swiss Sports. Je weniger Schläge du zum Einlochen benötigst, desto mehr Punkte erhältst du. So will ich das sehen. Ist auch das Gute daran, man kann in so ein Video ja auch sowas hier mit reinschneiden aus dem Stream. Falls uns irgendwas Witziges passiert. Okay. Ich bin noch ganz in Ordnung dabei, würde ich sagen. Oh, das wird in Punkte umgerechnet. Das ist gar nicht so, dass man hier tatsächlich wie beim Golf dann das... Die Punktzahl was Schlechtes ist, sondern das wird nochmal umgewandelt in tatsächlich positive Punkte. Das finde ich ein bisschen irritierend. Aber okay. So, und jetzt bin ich gespannt, weil die erste Map war so simpel, da konnte ich es noch nicht genau sagen. Aber ist das jetzt wieder die gleiche Map wie beim letzten Mal? Nein, sie ist anders. Ich glaube, wir haben eine neue fucking... Wir haben ein neues Layout. Es sind nicht mehr die NES Wii Sports Resort Maps. 51 Worldwide Games hatte einfach auch die gleichen. Ich glaube, wir sind gut dabei. Da gehe ich ein bisschen gegen an. Und schlag den doch mal richtig schön perfekt aufs Grün. Komm. Ach du Scheiße. Der geht ins Wasser. Einfach ins Wasser. Ich bin der größte Loser am Strand. Was? Ich hätte den Übungsschlag machen sollen. Ich darf die Übungsschläge nicht unterschätzen. Was ist das für ein Kack? Das ist ein Scheiß, das ist doch ein Scheißschläger. Ich nehme den. Ich lasse mir hier doch nichts vorschreiben. Ja, der ist doch... Oder ist der doch besser? Okay, damit kann man den Shit sich angucken. Okay, nehmen wir doch den. Übungsschlag. Ich dachte, ich habe schon so voll das gute Gefühl. Aber auf einmal drehe ich an. Auf einmal drehe ich viel zu sehr an. Was soll das denn? Schönes Grün. Einfach an einem Dienstag. Aber schön mit Strafpunkten hier. Ein Doom Let's Play. Ich war schon so oft am Dienstag live. Und ich glaube, Lundpech, du hast es auch immer angemerkt. Lundpech, was geht? Vielen, vielen Dank. Ich sollte Doom Let's Play. Ich sag, wie es ist. Dann komme ich wenigstens, dann habe ich wenigstens eine Ausrede, das zu spielen. Ich habe so Bock auf Doom. Irgendwann sage ich einfach in der Gamer-Woche, ich habe Doom gespielt. Einfach so. Damit wird keiner rechnen. Ich werde dann einfach sagen, fuck off. Okay, wisst ihr was? Ich weiß, wie es geht. Aber ich gehe hier noch mit zu wenig Strategie ran. Ich denke mir einfach so, ich mache mal nach Gefühl. Aber nein, dafür sind wir nicht hier. Ich will hier gewinnen. Ich will meine erste Runde gewinnen. Lundbech, vielen Dank für 15 Monate. Bleib im Team und im Stream und beim scharfen Essen. Was geht? Limit erreicht. Okay, die Gegner sind auf jeden Fall scheiße. Das ist das Gute daran. Ich darf mich schön erstmal einspielen hier. Was eine Kackrunde, als ob ich den ins Wasser geschlagen habe. Da hinten wird gezeltet. Das ist super gefährlich, oder? Was ist das? Würdet ihr sagen, dass da hinten, da ist Seven vs. Wild oder sowas? Weil ich glaube, man kann von Golfbällen umgebracht werden, wenn man die an den Kopf bekommt. Golfkurse generell sind eine der schlimmsten Ideen, eine der schlimmsten Eigenschaften, die die reiche Gesellschaft überhaupt mit sich bringt. Ich glaube, es ist kacke für die Landschaft, es ist kacke vom Aufwand her, also die Kosten-Nutzen-Rechnung, es ist einer der schrecklichsten Sportarten irgendwie so. Du fährst mit so einem komischen Auto über die... Ich weiß ja nicht. Danke für den Halbschein, Lundbech. Dankeschön. Huhu. Hockey, was geht? Mit Joy-Con nach unten. Ah ja, okay. Ich weiß mal. Das ist wieder dieselbe Map. Ich raste aus. Das ist die, die man schon kennt. Schön. Warum? Ich hab's genauso gemacht, aber der ist tatsächlich nice. Das fliegt viel weiter, als es auf der Map angegeben ist. The fuck? Hatte ich Rückenwind? Was für Bunker. Wie kann das immer, wenn ich es gut mache, so scheiße laufen? Wieso kriege ich denn diesen Schläger? Ich will trotzdem schön weit kommen. Auch wenn ich nur ganz wenig machen darf. Kein Problem. Das macht trotzdem viel mehr Sinn als alles andere. Hatte ich Rückenwind? Die Map eben kannte man bis auf das Wasserhindernis auch, glaube ich. Ja, okay, das stimmt. Das Wasserhindernis war das, warum ich dachte, sie ist neu. Ja, ich hatte übelst viel Rückenwind. Scheiße.
7 km/h. Das ist das Problem, ich kann den Wind immer nie einschätzen in den Golfgames. Ich weiß nicht, wie viel 7 ist. Aber passt schon. Ich will halt nicht jetzt da in den Sandbunker rein. Sieh dir vor dem Schlag die Minikarte und die Schlaganzeige genau an. Ja, ist ja gut. Ich hab das doch verstanden. Ich mach's nur vielleicht nicht richtig. Ah, oh, was? Ich dreh den aber nicht an. Das hat doch vorhin funktioniert. Vorhin fiel es mir sogar schwer. Okay, schön. Ja. Nein. Fuck. Vorhin fiel es mir sogar schwer, eine Drehung überhaupt reinzubekommen. Jetzt kriege ich sie wieder nicht mehr raus. Jetzt fühlt es sich tatsächlich wieder genauso an wie bei Wii Sports Resort. Ich finde das Golf einfach hier nicht so einfach wie im Original. Da mache ich immer einen Twist rein, obwohl ich versuche, schön gerade zu schlagen. Wir sind auf dem Grün. Alles easy. Ich weiß nur wirklich nicht. Geilomat 3001. Let's go! Hydrato, dankeschön. Für den Geilomat 3001. 23 Monate Sub. Bleib im Team und im Stream. Bleib beim scharfen Essen. Ich grüß dich. Was hat er jetzt. Hat das jetzt so lange gedauert, das von vorhin zu verarbeiten? Oder was ist passiert? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe viel zu weit ausgeholt. Oh mein Gott, das war ein Putzschlag. Bro, das ist cringe, Junge. Fringe ist cringe. Wer landet denn auf dem Fringe? Was ist denn da los? Star los. Okay. Komm, den mache ich. Viel zu schwach. Fuck off. Bewegungssteuerung ist es einfach nicht. Ich sag, wie es ist. 5 Monate rotes Herz. Im Prinzip ist Golf simpel, aber dieses Üben und dann mache ich schön so zack. Okay, das war gut, dass ich das geübt habe. So, dann mache ich so. Bis ich ungefähr weiß, wie das geht, dann drücke ich das hier und dann ist es anders. Nein, war es nicht. Das war clean. Das war schön. Okay, ich versuch's einfach. Alina, vielen lieben Dank für 5 Monate. Bleib im Team und im Stream und Shoutout an dich. Danke für das schöne Wochenende. Danke für die Einladung, sagen wir es so. Bleib beim scharfen Essen. Was geht? Oh, okay, wir sind noch drin. Wir sind nicht mal. Oh, wir sind auf dem ersten. Die sind übelst scheiße. Let's go. Ist eine gute Übungsrunde. Ist kein Problem. Halbfinale. Wir sollten aber alle. Ich will alle Löcher spielen. Wie viele sind das jetzt? Macht man direkt alle 18 Löcher? Oder spiele ich jetzt. Die besten 3 von 5 kommen weiter. Es sind dieselben Maps. Ich raste aus. Wieso können die sich nicht irgendwas Neues ausdenken? Was geht da ab? Als ob das nochmal das hier ist. Mit derselben Steuerung wie in Switch Sports. Oh, ich bin so enttäuscht, wenn das alles ist, was sie mit Golf gemacht haben. Dann bin ich froh, dass ich mir keine paar Stunden Zeit genommen habe heute, um das zu streamen. Ich werde streamen, aber das ist das gleiche nochmal. Es fühlt sich von der Steuerung her auch genauso an. Wenigstens habe ich meinen Mi. Damit fühle ich mich gut. Beziehungsweise ich muss eigentlich. Ich könnte hier ein Chip-In versuchen. Komm, für den Flex. Einmal hier was reißen. Let's go. Let's go. Der geht aber. Nee, nicht in Sand. Ja, der geht aufs Grün. Der geht wunderschön aufs Grün. Boah, imagine. Noch ein bisschen nach links. Let's go. Das ist doch nicht gottgegebene Golfkurse. Die gibt's doch nicht in Real Life. Wieso muss ich denn in jedem Spiel dieselben scheiß Kurse meistern? Das ist genau derselbe strategische Ansatz. Ich raste aus. Das ist doch so dumm. Gib mir doch neue Maps. Wir gucken uns das hier. Let's go. Let's go. Endlich ein Birdie. Minuspunkte. Felix, vielen Dank für 21 Monate. Bleib im Team und im Stream und beim scharfen Essen. Was geht? Danke für die Unterstützung, Bro. Ich habe eine Mücke in meinem Zimmer. Finde sie nicht. Nein, das ist das Schlimmste. Oh Gott. Das hatten Nicole und ich am Wochenende auch, aber die hat uns wahrscheinlich nicht gestochen. Das ist das Gute daran. Ich glaube, so langsam habe ich hier auch keine Mücken mehr, die mich belästigen. Ich glaube, bei dir ist noch anderes Klima, wo du gerade bist, aber 100, ich müsste. Aber Knochi ist doch kein Arzt. Ich müsste hier schon länger keine mehr gesehen haben. Als ob. Let's fucking go. Vielen lieben Dank für den Hype Train. Danke, Chat. Switch Golf ist endlich da. Der gebührende Hype Train fährt in die Station, fährt in den Stream. Danke für die Unterstützung. Cree 100 Bits. Vielen, vielen lieben Dank. Let's go. Wenigstens habe ich diese Map. Die kann ich noch.
Da bin ich Meisterin. Also ich habe das schon gesehen. Es waren mindestens 18 Löcher. Aber ich weiß nicht, ob das alles ist. Das wäre so dreist, weil das sind super ähnliche Maps. Wenn jetzt diese vier Inseln kommen. Okay, jetzt noch nicht, aber das ist wieder die, oder? Nee, Moment. Wir bräuchten ja auch wieder die Map mit dem... Was ist das denn? Alter, die machen erstmal eine Show an den Dingern. Spielen wir mal ein bisschen Golf. Bis zum Ende. Okay, den Sieg hole ich mir auf jeden Fall. Aber stimmt, wir hatten jetzt zum Beispiel auch noch nicht die Map, wo man auf den Weicheiweg für Weicheier verzichten muss. Das will ich auf jeden Fall auch noch machen. So, den machen wir jetzt. Diesmal mache ich den perfekt. Oh Gott. Ich drehe wirklich gar nicht an. Okay. Ah, ich muss sogar ein bisschen so machen, dass ich bewusst... Oh! Aber da hat es sich wirklich gelohnt zu üben. Let's go. Sexy. Die kenne ich aber auch, die Map, oder? Mit dem Baum hier und so. Kommt mir super bekannt vor. Mach doch irgendwas Interessantes noch. Gib mir wenigstens noch, keine Ahnung, 30 weitere Löcher oder sowas. Bisschen Abwechslung, bisschen die... Wenn es nur die Resort-Löcher wären, wäre es halt auch übelst scheiße. Ich weiß gar nicht. Ich schlag doch jetzt in den Baum, oder? Jetzt schlage ich doch safe in den Baum rein. Und ich habe das Gefühl, ich will hier tatsächlich... einen etwas besseren Schläger. Der noch ein bisschen weiter geht. Oh no. Ja, genau, wegen dem Baum. Wegen dem Baum, let's go! Das war stark. Bleib drauf. Schönes Ding. Wir kommen rein. Nein, 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 nicht cringe, komm. Schön. Als Erster auf dem Grün. Der Profi, Digga. Ich verstehe bei dir immer Switch Sports. Ich glaube, ich sollte mal zum Arzt mit meinem Gerät, oder? Gehör, oder? Ich sollte eine neue Brille beantragen. Es ist auch schwer, Switch Sports ist super nervig in einem Satz einzubauen. Wenn man es einfach nur ausspricht, Switch Sports, dann geht's. Aber wenn man einen Satz bilden will, dann ist es immer Schwitz Sports oder... Junge, allein Sports. Es ist ja Sports. Switch Sports. Dreimal hintereinander schnell sagen, ist wirklich nicht einfach. Finde ich. Ich sag das immer so zu allem, aber... Ach du Scheiße, ich habe doch nur ein bisschen gemacht. Ah, okay, man muss ein bisschen weiter ausholen und dann... so ein bisschen sachte schlagen. Okay. Komisch. Also irgendwie, da finde ich, ist die Hilfe auf der Karte immer ein bisschen zu... Vielleicht, weil ich bergauf geschlagen habe, aber da habe ich das Gefühl, ist es gar nicht so akkurat mit den Punkten auf der Map. Ich dachte fast, ich hätte gerade zu weit gemacht, aber das war schön. War eine schöne Map. Ein paar. Kann sich sehen lassen. Geil. Sag doch einfach, ich spiele hier SS. Stimmt, das kann ich so machen. Das ist clever. Das sollte ich definitiv machen. Schaltersport geht viel besser von der Zunge. Den finde ich gut. Lass ein bisschen Schaltersport spielen. Ist das was ist überhaupt mein Flashback-Videotitel? Das habe ich mich noch nicht geeinigt. Nicht ganz die 30 Punkte, ich fasse es nicht. Das war's, oder? Let's go! Das waren alle Maps? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ihr wartet noch einiges mehr auf mich. Extreme Dank Johnny! Sieger. Schönes Ding. Das machen wir nochmal besser. Das machen wir auf jeden Fall nochmal. Ich will hier ein paar Chip-Ins sehen. Let's go. Burn Shadow, vielen lieben Dank für 8 Monate. Bleib im Team und im Stream. Danke für die Teilnahme am Hype Train. Du sitzt in der Muckbahn in Richtung fucking Switch Sports, Alter. Was habt ihr getan? Wie können das dieselben Maps sein? Ach fuck, ich hätte mir einen Burger holen können. Nein! Boah, aber auf jeden Fall strong. Nices Accessoire. Schwinge so, als würdest du den Ball mit der Seite des Joy-Con-Controllers schlagen wollen. Ja, das habe ich tatsächlich gemacht. Oh, ich sollte hier die Handgelenkschlaufe vielleicht sogar anlegen bei dem. Beim Golf-Game. Okay, da ist eine 1, da ist irgendeine Markierung. Wenn ich das jetzt nochmal mache, ist dasselbe nochmal. Ne? Lass mich mal kurz offline gehen. Das gibt ja eigentlich hier so lokal immer noch ein bisschen mehr Stuff zu sehen. Die haben nicht ernsthaft mit diesem Update ewige Monate gewartet. Und jetzt war das alles. Das war alles, oder? Habe ich gerade Switch Schwitz durchgespielt? Ich meine, ich spiele es nochmal, um besser zu sein, aber... War es das wert? Ist das eine andere Map? Das ist doch eine andere Map.
wie der guckt. Ich bin doch jetzt woanders hier, oder? Nee, das war... War die erste gerade mit so einem Wasserhindernis? Vielleicht sind sie mal ein bisschen random. Das kann natürlich sein. Okay, da muss ich echt nicht viel machen. Das passt. Das war stark. Was ist das Untergolf? Ist da noch mehr gewesen? Ich habe nichts Untergolf. Ich habe nur eine einzige Sportart zusätzlich gesehen. War da noch eine andere? Wurde schon dieser Pappboden erwähnt? Von mir nicht. Den sehe ich jetzt wahrscheinlich gerade nicht mehr. Von was auch immer du sprichst. Nehme ich den? Ich weiß nicht, das ist mir als Empfehlung irgendwie zu doof, aber... Das Spiel wird schon wissen, was es tut eigentlich. Ah, fuck. Jetzt ist der Wind zwar da, aber... Okay, passt. Passt, der geht drauf. Schön. Come on. Ich glaube, das ist annähernd ein perfektes Ergebnis. Wenn ich den jetzt reinmachen kann, dann bin ich schon Birdie möglich. Dann bin ich schon sehr zufrieden. Aber ich habe das Gefühl, das ist wieder so gerade. Vielleicht sogar eher nach links, ne? So, und ein bisschen... Ich glaube, es geht ein bisschen bergauf. Das heißt, wir müssen schon... Oh, ach du Scheiße. Ein bisschen doller schlagen als bis zum zweiten Punkt. Zu doll. Ah, zu doll. Ah, der war schön. Der war richtig gut geaimt, aber... Nicht ganz bis zum dritten Punkt. Das war zu viel. Ich bin zu ungeduldig. Ich muss mehr üben. So zum Beispiel. Jetzt muss ich ja ganz wenig nur machen. Let's go. Sinister, grüß dich. Untergolf ist nur Zufall. Ach so, ja, genau. Dass man sich irgendwie drei Maps da aussucht und so. Diesen Spielmodus von Switch Sports habe ich auch noch nie ganz verstanden. Ich finde Switch Sports super cool, dass es endlich da ist. Aber... Fucking hell, das war einfach alles. Das war einfach alles. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt bis 21 Uhr? Machen wir doch die Zombie-Apokalypsen-Tierlist. Wir spielen das hier auf jeden Fall jetzt zu Ende, weil ich mache jetzt einen neuen Rekord. Aber nochmal ein drittes Mal spielen? Keine Ahnung. Wir können eine Wette machen. Können wir eine Wette machen? Ich weiß es nicht. Ich werde das auf jeden Fall mal Multiplayer-mäßig spielen wollen. Aber ich habe wirklich gehofft, dass sie ein bisschen mehr... Oh, ups. Ich dachte, das war gut, egal, wenn ich einfach nur so einen richtig perfekten Schlag mache. Aber nein, das ging zu weit. Das ging einfach zu weit. Bowling ist spannender, definitiv. Nein, ich liebe Golf als Edition. Aber das sind dieselben fucking Maps. Beziehungsweise so großartig anders wirken sie nicht, selbst wenn sie anders sind. Weil da, jetzt fehlt mir ehrlich gesagt die eine Map. Jetzt kann ich den Joke nicht machen mit... Das ist hier Dings. Dass das der Weicheiweg für Weicheier ist und dass ich dann den Shot anders mache. Dass ich dann mit Video-Editing schummel. Kann ich alles nicht machen. Warum haben Himbeeren fast immer so komische graue Stellen? Aber läuft gut. Ich habe noch kein Plus-Handicap gemacht. Golf ist auch gut, aber Switch Sports finde ich ist gerade etwas traurig. Es ist super sad, dass das so viele Monate später als neuer Content da hinzugefügt wird. Ich meine, ich muss zum Glück nicht zahlen oder so. Aber what the fuck, was hat da denn jetzt diese Entwicklungszeit gebraucht? Warum konnte das nicht von Anfang an dabei sein? Das hätte ja so viel mehr Sinn gemacht. Und mein Video wäre halt einfach gekommen so. Ich weiß gar nicht, was ich an Jokes jetzt hier rausholen werde. So, keine Ahnung, vielleicht insgesamt 40 Sekunden oder so. Der erste Video ist zwar auch noch nicht fertig, aber ich hatte es zumindest schon aufgenommen und ein bisschen geschnitten. Junge, darauf... dafür haben wir gewartet. Dafür haben wir uns geschunden. Dafür sind wir hier. Für fucking Golf. Junge. Ach nee, das geht in den Baum. Aber ist es anders, oder? Ich habe jetzt doch noch andere Maps als eben. Aber irgendwie nicht vom Aufbau her, sondern einfach von der Aufmachung. Ich bin super verwirrt. Ist es was anderes? Wie seht ihr das? Jetzt muss ich doch den nehmen, oder? Sonst wird das hier doch nichts. Ich kann ja nur bis zum dritten hochgehen. Aber wir machen nicht mal bis zum dritten, sondern nur so... Weil der ist super schnell, oder? Oh, fucking Sandbunker. Ah, so...
Oh, ich dachte, der rollt raus. Was ist das für eine Physik? Also ich finde auch, das Gras und der Sand sind ein bisschen weird. Also im Sand würde so ein Ball doch instant stecken bleiben. Als ob der so viel Speed hatte. Mit einem Wedge. Ja, macht schon Sinn. Macht schon am meisten Sinn. Obwohl. Okay, ich darf sogar bis zum dritten Punkt. Easy. Komm, wir machen jetzt einen Skillshot. Junge, aber das war's einfach. Ich kann jetzt höchstens noch Golf gegen euch spielen oder so. Ansonsten haben wir jedes Loch gesehen. Glaube ich. Ich muss das gerade mal überprüfen. Dachte kurz, du spielst Wii Sports Resort. Es macht auch wirklich keinen Unterschied. Oh, als ob das trotzdem plus minus null war. Ich mache den perfekten Run. Ich mache zwar auch kein Minus, was stark wäre, aber ich mach auch kein Plus. Hatten wir die Map? Nee, oder? Heißt das, ich kann immer nur neue 18 Löcher spielen und es sind immer mal zufällig andere? Das kann natürlich sein, dann gibt es vielleicht sogar richtig viele. Aber ehrlich gesagt sind sie mir so... Die sind so basic, die Maps, dass ich nicht das Gefühl habe, dass es jetzt großartig Abwechslung ist gerade. Das hier ist auch irgendwie einfach nur Pokémon. Nein, wo kam denn die Drehung plötzlich her? Komm schon, bleib stehen. Ah! Nasty. Schwachsinn ist das. Das ist einfach Schwachsinn. Johnny liebt seine Sandbunker. Wie kann das sein? Ich habe extra mit dem Wind noch gerechnet. Und dann mache ich so den übelsten Twist rein. Re-Resort, es ist das genau gleiche. Was okay ist, ich habe mir das für die Switch gewünscht. Und anscheinend sind es ja doch ein paar andere Maps. Aber ich kann sie nicht wirklich alle hintereinander spielen, wie es aussieht. Das ist ein bisschen nervig. Fuck, das war viel zu weit. Warum war das jetzt so weit? Einer der Sandkastenbuben? Die Ersatzbank, da sehe ich uns. Aber im Sandkasten uns schon. So als Prequel für die Buben. Das ist ein bisschen früh. Das könnte aber was werden. Ich mache jetzt so einen richtig dollen Putt. Schön bergauf. Richtig viel Strecke machen. Ohne zu verhungern. Let's go! Let's go! Nein! Besser hätte ich es nicht machen können. Man hätte von dem Punkt eigentlich wahrscheinlich gar nicht putten können. Das war so strong. Komm, das sind trotzdem 0, oder? Das ist plus minus 0, komm. Nein, plus 1. Ich hasse es. Ich hab's gejinxed. Random Generated Kurse, das wär's. Könnte gerade sogar sein, ehrlich gesagt. Ich kann mich nicht entscheiden. Also als dieser eine Kurs kam, mit dem, wo man von oben auf diese eine Insel drunter schießen musste, da war ich mir relativ sicher, dass es dieselben Löcher sind. Aber irgendwie ist es alles. Das hier hatten wir so auch noch nicht. Vielleicht muss ich einfach nur öfter spielen, es kommen immer wieder neue. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, das kam noch in keinem Switch Sports vor. Oder Wii Sports. Die Map hier. Toller Schlag! Die ist nice. Was machen die Sandbunker da in dem Gras? Ach, als ob. Wie kann ich denn immer... Ich denke mal, yo, das ist jetzt der perfekte Anfang und dann ist die Anzeige doch so, dass ich irgendwo lande, wo ich nicht mit rechne. Also der Wind kommt doch jetzt von rechts. Das heißt, so sollte ich doch aimen. Und wenn ich jetzt richtig gut aushole... Ach, scheiße, dann lande ich im Wasser. Kann ich gar nicht. Da muss ich auf Nummer sicher spielen, leider. Obwohl, nee, warte, doch, das geht nur bis zum dritten. Alles gut. Wenn ich jetzt also den perfekten Schlag mache... Hey Dad, mach den perfekten Wurf. Let's go! Als ob es dafür keine Belohnung gibt oder so. Dann landet er hier. Okay, das hat funktioniert. Manchmal fühle ich mich verarscht. Manchmal habe ich nämlich das Gefühl, yo, das war ein guter Anfang und dann fliege ich trotzdem zu weit. Ich hatte doch aber eben Gegenwind, oder? Na gut. Let's try it. Den machen wir, den hauen wir schön aufs Grün. Wo kam das jetzt her? Den haben wir nicht mal ansatzweise aufs Grün bekommen. Ja, ist sie.
Wobei, wir hatten Arms. Na trotzdem. Was ist mit Arms? Arms ist nice. Ich weiß nicht, warum Sean die Agenda verfolgt, dass Arms irgendwie das schlechteste Switch-Game wäre oder so, aber das ist fucking Bullshit. Justice für Arms. Ich habe Arms nicht mal viel gespielt. Ich habe aber die Demo gern gespielt. Arms war super die coole Idee und alles. War jetzt nicht, hat jetzt vielleicht nicht die größte, das größte Potenzial oder so, aber wie auch. Es war ein komplett neues Ding. Dafür gab es wirklich viel Liebe, finde ich. Für das Game. Oh shit. Als ob das so krass bergauf ging. Das war nicht gut. Artists haben es geliebt. Allein, dass Splatoon so krass funktioniert, wie es funktioniert hat, für ein neues Franchise, war schon krass. Natürlich konnte Arms dann nicht mithalten, aber Arms. Meint ihr, Arms konnte nochmal irgendwie zurückkommen? Es hat sich super schlecht verkauft, glaube ich. Aber die Reception war auch eigentlich okay. Arms war komplex, hat auch Spaß gemacht. Arms war ja basically einfach Boxen. Also Wii Sports Boxen in professionell und cool und mit Gimmicks und Nintendo-Style. Was super geil ist, aber natürlich jetzt nicht übelst das Erfolgsrezept oder der neue Banger, mit dem sie die Verkaufszahlen machen. Aber es hat doch nicht underperformed, oder? Wenn man so experimentell sowas raushaut wie Arms, guck mal das jetzt zum Beispiel, das war doch perfekt. Wieso geht das schon wieder so weit in diese Richtung da? Sandbunker, Gras. Was? Ich würde gerade am liebsten zurückspulen und gucken, was da jetzt passiert sein soll, dass ich so weit geflogen bin. Wieso werden denn die Punkte... Vielleicht liegt es daran, dass ich immer nicht einberechne, dass der Ball noch weiter bounced, ne? Das ist tatsächlich das Problem. Weil mir kam es vor, als hätte ich gerade den perfekten Schlag gemacht. Er war strategisch bloß einfach nicht das, was das Spiel von mir will. Das ist doch Schwachsinn. Damit komme ich am weitesten. Komm, das kriegen wir hin. Das kriegen wir schon in Richtung Fahne hier. Da ist ein Baum. Machen wir so. Guck mal, wieso war das jetzt so scheiße? Oh nein! Richtig in den Baum rein. Wo kam der Twist her? Ich raste aus. Burn Shadow. Hatte ich mich schon bedankt. Vielen lieben Dank für 8 Monate. Bleib im Team und im Stream. Danke für die Unterstützung. Bleib beim scharfen Essen. Aber hey, Arms war relevant genug, damit Min-Min ein Smash Fighter ist zum Beispiel. Ich meine, relevant genug würde ich jetzt nicht sagen. Da will Nintendo halt Arms mit promoten. Die können ja einfach entscheiden, wer reinkommt, glaube ich. Vielleicht nicht so einfach, aber da können sie auf jeden Fall was deichseln. Wenn es ein Nintendo-Charakter ist. Dieser scheiß Baum, Junge. Das ist doch blöd. Aber ich will aufs Grün. Es könnte trotzdem funktionieren mit dem Grün, oder? Okay, das ist jetzt super experimentell. Das ist wahrscheinlich Schwachsinn. Oh, als ob er den so flach schlägt. Ich dachte, der fliegt jetzt richtig schön hoch in den Baum rein. Als ob er unterm Baum hindurch steht. Wo bin ich? Wo bin ich? Scheiße. Das ist eine Katastrophe hier gerade. Warum nehme ich auch nie den vorgeschlagenen Schläger? Ich denke mir immer, nein, nein, ich weiß das besser. Ich weiß, wie das hier funktioniert. Aber der war tatsächlich nice. Den finde ich super. Da bin ich zufrieden mit. Kommt Johnny unter oder gleich null raus? Ach du Scheiße. Ich glaube, ab jetzt ist die Wette easy. Yo, fucking 96%. Danke dafür. Aber die werden auch netter im Bewerten, glaube ich. Also mal gucken, was das jetzt hier ist. Eine plus 2 oder so? Warum war der so doll? Okay, jetzt ist es auf jeden Fall scheiße. Das war einfach nur Schwachsinn. Shit. Wenn ihr eine Wette macht, bin ich unter Druck. Jetzt will ich was reißen. Wie war das eine 2? Ich habe überhaupt nicht doll gemacht. What the fuck? Okay, der Putter ist auf jeden Fall viel filigraner als die Wii Family nur früher. Ich darf mich da nicht drauf verlassen, dass ich das noch von damals kann. Gott, warum ist das so doll? Let's go. Der ist empfindlich. Das ist fucking empfindlich. Scheiße, das wäre echt nur eine plus 1 gewesen, ne? Plus 5. Ich muss noch richtig viel Minus machen. Das wird ja niemals. Also, was soll das denn jetzt für eine Wette sein? Ist das nicht so easy, da auf Nein zu gehen? Yo, das wird ja immer schwerer. Es sind echt random, vielleicht nicht random generiert, aber das sind irgendwelche Maps. Okay, ich bin zufrieden. Ich nehme alles zurück. Ich hatte vorhin wirklich Angst, dass es dieselben paar Maps sind. Aber das ist Content. Hier haben wir doch schön viel Abwechslung drin. Ich gehe, glaube ich, hier... Yo, guck, da ist so eine geheime Insel. Mit Rückenwind. Okay, wir machen...
Ich berechne jetzt mit ein, dass es zum dritten Punkt mit Rückenwind wahrscheinlich viel zu weit fliegen würde. Das heißt, mit Rückenwind und mit Aufkommen und Kullern will ich so ungefähr 2,5 machen. Denke ich mal. Dass ich da so aufkommen kann. Ja, da. Oder 2. Ist besser als zu weit, glaube ich, in dem Fall. Ja, weil der noch richtig weit abspringt und weiter rollt. Das war immer mein Fehler. Ich glaube, das habe ich früher auch mal gedacht. Dass ich, wenn ich so richtig schön genau aufs Grün aime, dass die 4 Punkte da sind und der Wind mich kaum beeinflusst, dann wollte ich immer genau meine Schlagstärke an die 4 Punkte anpassen, damit ich richtig schön lande. Und dann bin ich immer zu weit geflogen und dachte mir so, hä, was habe ich falsch gemacht? Weil ich dachte eigentlich, dass das damit zusammenhängt, auch bis wohin der Ball maximal fliegt. Aber es hängt damit zusammen, bis wohin er, also wo er das erste Mal aufkommt. Das ist das Wichtige. Rückenwind und schön aufs Grün. Wir haben auch keine Bäume hier. Wenn ich den nicht verziehe, shit, dann könnte das was werden. Jetzt brauche ich dich einmal. Einmal, Johnny. Jetzt brauche ich die Skills. Oh. Yes. Wo du das schaffst. Nein. Genau. Genau das will ich. Verzogen. Aber das fliegt nicht über die Insel hinaus, oder? Ich bin so fucking dumm. Der Rückenwind ist natürlich nicht einfach nur, dass es mich... Oh. Wie kann ich immer diesen Denkfehler machen? Jedes fucking Mal denke ich, oh ja, so wie es auf der Karte angezeigt wird, will ich schlagen. Der Rückenwind, der hat mich ja viel, viel weiter getragen, als ich musste. So eine Scheiße. So dumm. Ich bin der beste Wii Sports Golfspieler der Welt. Keine Sorge, ich schaff das. Ich krieg das hin, ich krieg das gefixt. Das sind doch Strafpunkte jetzt, ne? Einfach nur rüber. Einfach nur rüber, das passt. Oh, das ist perfekt. Schönes Ding. Schönes Ding. Ich hasse diese Wette gerade. Das werde ich niemals schaffen. Ich bin chronischer Wettenverlierer. Okay, worauf bist du gegangen? Du beliebst in mich? Junge, mit fucking... Wie viel? 10.000 Scoville auf Golf Gaming. Weißt du was, Chocolate? Für dich, Mann. Ich muss das jetzt holen. Ich gebe alles. Ich schwöre. Ich gebe jetzt alles. Oh nein. What the fuck? Ich mach nur ganz bisschen. Okay. Okay, es geht eher darum, so ein bisschen zu schieben, anstatt nur ganz bisschen anzustoßen. Bam! Der war schön. Der fucking, das Wasserhindernis hat leider eine +1 draus gemacht. Aber ich kann das noch schaffen. Wenn ich jetzt dran denke, was der Rückenwind macht und dass ich aufkomme und so, ich darf jetzt nicht mehr so viele Fehler machen wie früher bei Golf. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das werden harte Maps. Und ich nehme alles zurück. Die sind super cool. Let's fucking go. Neuer Content. Sowas habe ich noch nie gesehen, beziehungsweise versucht. Wir können direkt rein. Wir können es direkt schaffen. Will man aber nicht. Man will am liebsten einen Backspin reinmachen in den Ball. Weil wenn er da jetzt aufkommt... Fuck, wie macht man... Was ist das für eine fucking Map? Wie hart ist das denn? Ich muss den ja irgendwie auf dem Grün bremsen. Das schaffe ich höchstens, indem er so abprallt, weil da ein Berg ist auf dem Grün. Was macht man hier? Wie soll man das tatsächlich angehen? Ich bin mir unsicher. Soll man... Ich habe ja auch noch 10 km/h nach links, schräg vorne. Aber selbst wenn ich es so schlage, dass ich es zum Beispiel nur zum dritten Punkt mache und dann der Wind mir noch hilft, dann lande ich auf dem Grün, aber fliegt dann weiter. Dann bounce ich ab und lande wieder im Wasser. Aber auf Nummer sicher, hier landen ist ja auch voll unmöglich. Wo soll man hier irgendwann mal landen? Das Wasserhindernis ist hier doch vorprogrammiert. Egal, was ich mache. Was ist das für eine Map? Ach du Scheiße, okay, der war... Wobei, der könnte da auf dieser... Nee, okay. Einfach straight up. Das ist nicht mal knapp. Ich muss sagen, grafisch sieht Resort manchmal besser aus. Irgendwie... Also für Nintendo-Verhältnisse könnten die Felsen und das Wasser viel cooler aussehen. Gerade bei Switch Sports haben sie eigentlich sehr viel Realismus drin gehabt. Scheiße. Jetzt war da ein fucking Twist drin. Das muss doch nicht. Aber wir tryen. Gut.
Bis zum dritten Punkt darf ich und da aufkommen. Jetzt sollte auf jeden Fall klappen. Aber vom ersten Stand aus finde ich es ja super schwierig. Warte, wir haben hier Wind. Wind nicht vergessen. Der sieht gut aus. Schön. Damit kann ich was anfangen. Boah, direkt neben das Loch. Wenn ich noch schwächer gemacht hätte, dann wäre halt vielleicht besser aufs Grün gerollt, aber dann hätte ich auch riskiert, dass er doch wieder im Wasser oder so landet, glaube ich. Wie macht man das denn jetzt? Der rollt bergab und dann bergauf. Das muss schon relativ doll sein, glaube ich. Ach du Scheiße. Warum ist das Putten so schwer? What the fuck? Boah, das wäre fast was geworden, ne? Trotz roten Bereich hatte ich das Gefühl, der ist so cringe. Der ist einfach geradeaus gerollt. Das war nur nicht gut genug geaimt. Weil das ist auch sauschwer einzuschätzen. Wie soll ich denn hier jetzt wissen, wie weit der abkullert? Das ist das Schöne an Golf. Das ist das Schöne an Golf. Als ob ich hier... Fuck! Als ob ich hier Second Try... Warum habe ich so doll gemacht? 0 Punkte rausholen. Die Wette ist super dumm. Ich werde hier mit plus 20 rausgehen oder so. Das ist schwer. Das ist ein schweres Spiel, okay? Let's go! Oh, dafür war der richtig schmackhaft. Der war so... Mwah. Plus 3. Plus 20 ist noch wenig. Würde ich sogar sagen. Ich müsste jetzt richtig viele Minus-Dinger machen. Die Möwensounds sind schön. Soll ich Musik anmachen? Ich meine, es gehört irgendwo dazu. Ich finde es in-game cool, dass da keine Musik läuft, aber für uns... Gute Grüße an alle. Ich glaube, für uns könnten wir ein bisschen Musik vertragen, oder? Goki Loki, danke für 5 Monate. Bleib auch du im Team und im Stream und beim scharfen Essen. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Ich grüße dich. Was geht? Grüße an dich. So. Hier darf ich jetzt, weil ich habe Gegenwind. Der geht ein bisschen nach rechts. Hier darf ich jetzt voll ausholen und muss nicht befürchten, dass ich irgendwo im Aus lande, oder? Das müsste doch jetzt klar gehen. Der fliegt schon wieder auf das Grün dazu. Auf das Dunkelgrün. Fuck off! Ja, das war wegen dem Twist. Da hat der Wind leider nicht gereicht. Ich dachte, ich mach gerade. Jetzt habe ich die Bäume hier im Weg. Das bringt nichts. Wir aimen hier hin. Aber nicht zu weit, weil ich immer noch Wind habe. Ja, wobei, da sind die scheiß Bäume. Die fucking Bäume. Und nähern uns so erstmal an. Ja, let's go. Wir sind wenigstens wieder auf dem Fairway. Mach mal das All aus Respawns an. Wir machen das Ergebnis einfach an. Wie heißt denn das nochmal? War das die Tennis Results? Nee, das ist das normale Training. Die Trainings Results. Habe ich hier mein eigenes Team vergessen. Wo ist es? Hä? Ich will Results. Wie heißt mein... Hä? Ba-ba-ba-ba-bop. Ist auch ein Banger. Yeah! Yeah, yeah! Und dann wird gerappt. Oh, ich wünschte, ich könnte ein bisschen freestylen. Aber das wäre super fringe. Muss ich ehrlich sein. Hä, aber was war denn das? Wii Sports? Training? Da. Ach so, es waren einfach nur die normalen Training Results. Das hat ja nichts mit Tennis zu tun. Nee, das ist es auch nicht. Dankeschön! Smashy, vielen lieben Dank! Den brauchen wir auf Abruf! Genau das! Genau das nämlich! Warum habe ich da keinen Sound Alert von? Das will ich, glaube ich, seit 2016 basically machen. Dass man das abspielen kann. Eigentlich. Das ist doch schön. Da haben wir richtig schöne Wii Sports Vibes mit. Okay, komm. Ich schaff das. Logisch denken.
Ich darf mich bewegen, wie ich will. Ich habe 18 km/h Gegenwind. Ich muss den komplett durchziehen. Und da darf kein Twist rein. Das heißt, wenn ich jetzt den hier mache... Oh, ach du Scheiße. Ja, wenn ich den mache, dann habe ich doch in der Theorie alles richtig gemacht. Sag mir nicht, dass der jetzt irgendwie verkackt. Der ist stark. Let's go. Grün wäre eben ein bisschen schwierig geworden, aber... Oh, ich habe schon gesehen, wie der wieder in irgendeinem scheiß Sandbunker landet. Let's go. Das ist eine schwere Map. Das ist vollkommen... Vollkommen stark. Nehme ich so mit. Packe ich so ein. Nein! Der wäre... Oh, hätte ich noch ein bisschen mehr drüber nachgedacht. Der hätte was werden können. Der hätte in dem Schlag schon was werden können. Ich muss mehr mit dem Mindset rangehen, um wirklich so First-Try-Shit zu machen. Oh nein, wie aim ich das denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, was hier jetzt zu doll oder zu schwach ist oder... Oder nicht weit genug links. Das war so steil. Warum ist Golf so schwer? Golf ist super schwer. Ich war ja in Switch Sports auch, in Wii Sports übelst scheiße eigentlich. Das ist ja das Ding. Okay, aber ist nur eine +1. Ich mache hier trotzdem einen guten Score. Scheiß mal auf die Wette, Alter. Jetzt ein bisschen laut. Johnny liebäugelt mal wieder mit dem Sandbunker. Es ist, mach's besser so. Die Sandbunker sind auch einfach fies platziert. Ich sag, wie es ist. Das machen die mit Absicht. Hatten wir nicht eben noch einen, was sollte ich nochmal anmachen? Davor. Das Ohr. Oh. Wie nennt man das denn? Golf. Crowd-Soundeffekt? Wie Sports Crowd. Ja! Als ob! Doch! Let's go, okay. Das wird der beste Schlag meiner Karriere. Mal sehen, wie sie darauf reagieren werden. Ja, das will ich hören. Oh! Ja! Den haben sie gefühlt. Let's go! Imagine, das wären die Ingame-Sounds für so einen Schlag, wo so nichts mehr passieren kann. Schön. Schön, schön. Fuck, der sollte ein bisschen doller werden eigentlich. Ich habe schon wieder mit dem fucking Bunker geliebäugelt, obwohl das die leichteste Strecke hier gerade ist. Nennt man das Strecke? Ich bin schon wieder am Strecken sagen. Oh Gott, was kommt denn jetzt? So verwirrend. Ich hasse es. PTSD bei dem Sound, Alter. So, pass auf. Der geht jetzt einfach rein. Obwohl er noch auf dem Fairway ist, mache ich den jetzt genau rein. Easy. Der darf auch ruhig nur so bei 1,5 sein. Genau so. Nein, der ist doch zu langsam. Aber guck mal, wie gut der gekommen wäre. Ein bisschen doller gemacht, das wäre eine Möglichkeit gewesen. So, und jetzt brauchen wir auf jeden Fall, als ob sie die Sounds auch nicht drin haben. Das ist ja voll sad. Ja, den brauchen wir nämlich jetzt. Kein Problem. Let's go! +/-0, das will ich sehen. Fuck, auf der Map hätten wir definitiv eine -1 rausspielen können. Ich streng mich an. Ich versuche das wirklich noch zu holen, das Ding. Weil hier kommen anscheinend... Jo, was ist das? Sowas wollte ich haben. Sowas wollte ich doch sehen. Das ist auch mal hier grafisch einfach ein bisschen was neu ist. Mit dem schönen Switch Sports Logo. Das Switch Sports... Switch... Ich kann das nicht sagen. Das Switch Sports Logo ist auch super seltsam, oder? Ich weiß nicht genau, was das soll. Damit komme ich ja direkt aufs Grün, basically, oder? Ja, nicht ganz. Ich lande wieder im Sandbunker, wenn ich das so mache. Aber so ist auch weird, weil dann lande ich so super weit links. Ich glaube, so ist gut. So muss es doch eigentlich gut sein. Warte mal kurz. Ich kann viel höher gehen. Warum bieten die mir das an? Das ist ja sau die kleine Map. Das Grün ist ja in greifbarer Nähe.
Dann mache ich es doch auch so, oder? Oder fliegt er dann wieder zu weit? Das hat mit dem Winkel zu tun, wie hoch man schießt, glaube ich. Aber ich sollte... Nee. Au! Oh, so viel dazu. Mein Joy-Con hat es zum Glück nicht erwischt, aber mein fucking Finger. Ey, der hat den wieder gewechselt dadurch. Was? Das hätte ich nicht bemerkt. Der war schön. Der war richtig schön. Boah, let's go! Alter, imagine so ein Chip-In. Huh! Aufpassen, Johnny. Ich versuch's wirklich. Ich versuch es. Wenn ich den jetzt reinpatte, dann haben wir hier eine gute Chance. Bisschen was Gutes. Oh, aber das ist so weit. Das ist so weit. Guckt euch den Berg an. Ich weiß doch nicht, wie weit man da aimen muss, um das auszugleichen. Keine Ahnung. Und wie viel muss ich jetzt putten? Oh, scheiße. Die Putts sind auch einfach ekelhaft irgendwie. Weil es geht halt bergab, aber auch wieder ein Stück weit bergauf. Ich glaube, wenn ich ungefähr bei 3 bin, ist das schon gut. Aber ich glaube, ich kann es auch nicht verkacken von der Weite her, außer ich mache rot. Ich glaube, wenn ich 4 machen würde, wäre das nicht schlimm. Er würde reingehen. Ach du Scheiße, ich mache rot und er wäre drin. Wie ist da jetzt rot bei rumgekommen? Das wäre so ein schönes minus 1, mindestens. Das war strong, das war eigentlich gut. Warum ist das Putten so seltsam? Beim Putten bin ich richtig what the fuck? Ich mache nur ganz bisschen. Ich will nur eine 1. Genauso. 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 Viel zu weit. Ich hab's dreimal gemacht. Dreimal habe ich genau dieselbe Bewegung gemacht. Und sobald man ZL drückt, spannen sich alle Muskeln und man macht nochmal... Oh, vierter Schlag. Ich hätte es mit 3 Schlägen schaffen können. Mit 4 Schlägen hätte ich es schaffen können. Mit 2. Fuck off. Plus 1. Das war eine easy Map. Auf der Map hätte ich Minus machen können. Okay, aber ich bleib dabei, weil die werden anscheinend nicht schwerer, sondern einfach nur random. Die sind einfach random. Let's go, was ist das? Das ist doch die Map. Da ist doch der geheime Ort, oder nicht? Ja, sie ist es! Das ist die Map! Als ob sie doch gibt. Wie oft muss man wohl die 18 Löcher spielen, um alle Maps mal gesehen zu haben, wenn man auch Sachen doppelt spielen kann? Das ist ein bisschen sad, dass ich nicht einfach jeden Kurs spielen kann. Weil anscheinend sind sie nicht random, sondern... Also nicht randomized, sondern scripted, aber viel mehr als 18 Stück. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Man kann natürlich den Weicherweg für Weicheier gehen, aber... Wir haben hier eine... Eine Aufgabe, eine ikonische Szene zu erfüllen. Nichts ist wichtiger als das. Fuck, das war zu doll. Ich hab Rückenwind. Das war zu doll. Das war voll gut. Bleib doch liegen. Yeah! Als ob er so weit abbremst. Let's go! Let's go! Ich hab's noch raus. Ich hab's noch raus. Der Wind, Johnny. Ja, ich wollte nicht so doll machen. Ich wollte nicht so doll machen. Aber als ob das perfekt war. Trotz Wind. Der Wind hat gar nicht so sehr reingekickt. Schön. Als ob ich das jetzt so raus hab. Fuck, Sandbunker. Fucking Sandbunker. Komm, komm, Rückenwind, mach noch ein bisschen mehr Arbeit. Let's go! Oh! Na! Wenn wir ihn jetzt reinmachen, das wäre insane. Das habe ich, glaube ich, in Wii Sports noch nie geschafft. Hier mit 3 Schlägen rauszugehen. Es wird auch nicht passieren, aber es ist theoretisch möglich. Theoretisch möglich. Aber muss ich jetzt ein bisschen nach links? Der Rückenwind sollte hier nicht mehr allzu eine große Rolle spielen. Aber ich darf auch wirklich nicht doll machen, weil der rollt ja noch. Der rollt ja noch, aber ein bisschen doller muss ich leider machen. Oh, wieso macht er jetzt nur so schwach? Fucking Bewegungssteuerung ist so uneinheitlich. Bewegungssteuerung ist so uneinheitlich. Wie kann das sein? Oder ich habe kein Gefühl dafür. Ich weiß es nicht. Mein fucking Körpergefühl lässt zu wünschen übrig. Sag, wie es ist. Okay. Aber den, komm, den habe ich jetzt richtig gemessen. Das ist ja trotzdem eine übelst gute Runde. 2 Schläge, um hier zu sein? Nee, es waren 3. Wieso habe ich 3 Schläge gebraucht? Ja, doch, klar habe ich 3 Schläge gebraucht. Natürlich, auf einmal ist das wieder ein Problem, ne? Oh, danke, dass der nicht rübergechippt ist. Minus 1! Minus 1! Als ob das nochmal passiert. Hab's euch gezeigt, let's fucking go. Was hat der Bagger jetzt damit zu tun? Das Monitor, grüß dich. Minus 1. Hätten wir die Wette nicht auf 20 machen können?
Ich habe noch eine 10. Es ist noch vollkommen fein. Und das ist die Map. Es ist die Map, wo man einen Hole-in-One machen könnte, theoretisch. I'm gonna try. Machen wir den? Warum gibt mir das Spiel immer so komische Schläger zum... Ich habe das Gefühl, der ist nicht so gut dafür eigentlich. Weil man will ja nicht den gelben Punkt so komplett ausreizen. Das schafft man doch eh nicht. Es ist doch auf Nummer sicher, eher so den hier zu spielen. Bisschen doller. Fuck, das war zu wenig. Ihhh, spring raus! Oh, fuck off, Alter. Ich hätte den anderen Schläger nehmen sollen. Ich sag, wie es ist. Mach ihn rein. Wir machen ihn rein. Wir machen ihn aus dem Sandbunker rein. Ich sag, wie es ist. Ich spür das. Ich spür das jetzt. Warum hab ich nicht drauf gezielt? Ich dachte aus irgendeinem Grund, ich müsste, weil das noch schräg ist und so ein bisschen weiter nach rechts zielen, aber hätte ich gar nicht gemusst. Ist das trotzdem der dritte Schlag hier gut? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der dritte Schlag ist hier höchstens eine 0. Und dafür muss ich ihn auch erstmal machen. Es ist hier doch steiler, als ich denke. Fucking Putten. Fucking Putten. Warum ist es so schwer? Warum ist es so schwer, hier so sanft zu sein? Ich komme nicht unter einen... Okay, so. Das war viel zu doll. Das war nicht zu doll. Ich habe nicht genug nach links gezielt. Ich finde das sau schwierig. Ich finde das so schwer einzuschätzen, wann es sehr steil ist und wann nicht. Muss ich jetzt noch weiter nach rechts? Ist das zu weit nach rechts? Ich weiß es doch nicht. Mann, die Map hätte es echt sein können. Die Map hätte es sein können. Let's go. Oh, wenigstens wurde es nicht noch peinlicher. Plus 1 auf der Map. Was ein Ranz. Aber ich bin zufrieden. Ich bin viel, viel besser als in meiner ersten Runde. Also all good. Das noch 10 Mal und ich ziehe meinen Hut vor Ihnen, Wetterherr. Ich fand die Map davor auf jeden Fall, ich glaube, das war mein bester Try auf der jemals, weil ich konnte die eigentlich nie so wirklich. Ich wollte sie mal können mit der Abkürzung. Ja, okay, das ist Standard-Shit, da sind die Bäume das Problem. Hier kann man nämlich theoretisch mit dem Rückenwind irgendwie das schaffen, da hinzukommen, aber ich habe es doch immer bereut eigentlich. Machen wir es einfach nicht. Weil ich glaube, selbst wenn ich den jetzt perfekt mache, wird das irgendwie nichts. Diese Map hat mich schon immer verarscht. Ich sag, wie es ist. Die Map lief nie so wie gedacht. Schön. Super Schlag. Guck, und trotzdem voll in die Bäume und auch voll kurz irgendwie. So war das doch auf der Map gar nicht eingezeichnet. Oder bin ich blöd? Ich hätte noch weiter nach links gemusst. Diese Map verarscht mich jedes Mal. Ich verschätze mich da immer, was diesen Wald angeht. Und jetzt sind die Bäume auch direkt über mir. Das ist auch scheiße. Das ist auch Schwachsinn. Ja, besser hätte man es nicht machen können, I guess. Wow, der ist so flach, dass er fast schon da hochrollt. Let's go. Das wird noch was. Das wird noch was. Ich sag, wie es ist. Ich mach den jetzt rein. Einen so einen Schlag brauchen wir heute noch. Ich mach den rein. Von hier aus. Aber null Probleme. Das ist easy. Bisschen mehr darf ruhig. Bisschen mehr darf ruhig. Bro. Bisschen mehr darfst du. Nur ein bisschen mehr. Was? Schön. Schön. Oh, nicht schön genug, nicht schön genug. So ein bisschen stärker. Guck mal. Guck mal, wie schön der auf dem Weg dahin ist. Der wird vom Loch schon so richtig so... Birdie möglich. Den mache ich. Den mache ich ohne Probleme. Wehe, du puttest jetzt nicht richtig, Bro. Wehe, das ist jetzt so ein richtig ekliger, viel zu doller Putt. Ich küsse doch diese minus 1. Yes. Yes. Ja, okay, die Wette können wir basically auflösen, aber ist eine gute Runde. Ist eine gute Runde. Noch bin ich zufrieden mit meiner Punktzahl. Also, mein Tipp zum Einschätzen der Stärke. Und dann wird erstmal getippt. Und nicht den gesamten Text schon mal bereit haben. Ist der Fernseher kaputt, was? Und darauf habe ich jetzt gewartet. Willst du mich verarschen? Ich dachte, da kommt wirklich ein Tipp. Danke für nichts. Man weiß nie, was passiert. Als ob ich jetzt so ein fucking Hole-in-One... Also, wie soll ich denn bei den paar Runden so viele Minuspunkte sammeln? Ey, die Map ist auch... eine alte und die war scheiße.
Das ist die, wo ich 100 Mal ins Wasserhindernis geschlagen habe, aus irgendeinem Grund. Ich weiß gar nicht, wieso. Komm, wir gehen noch weiter hier rüber, weil ich weiß doch eh, dass der Ball viel weiter geht, als ich denke. Das ist doch einfach nur Bullshit hier. Oh! Der muss gut werden. Ich habe übelst weit nach links gezielt. Willst du mich verarschen? Wo war da der Bunker? Ich habe doch Rückenwind. Ich bin doch easy über den Bunker hinausgeschlagen, oder? Oder bin ich wirklich immer lost beim Einschätzen dieser Karte? Wieso schätze ich das immer so ein? Wie ist das jetzt passiert? Und deswegen auch das scheiß Wasserhindernis. Ich wollte sogar auf Nummer sicher gehen, damit der nicht im fucking Wasser landet. Nur juckt mich jetzt gar nicht. Ich mach jetzt extra doll, damit er wenigstens irgendwie darüber fliegt. Seht ihr das? Wenn du jetzt noch in dieses grüne Gras fliegst, ne, dann setzt es aber was. Will ich dir auch geraten haben. Sorry, ich habe gerade herausgefunden, dass das Handy beim Drücken von Eingabe keinen Zeilenumbruch erzeugt, sondern die Nachricht absendet. Bin nicht so oft damit. Ah ja, okay. Nein, ist kein echter Vorwurf. Ja, das stimmt. Nee, das ist nicht nur am Handy, warte mal. Da hatte Twitch doch sowieso irgendwie... Genau, man kann nicht mal Shift-Enter drücken auf Twitch. Das finde ich so sad, dass man seine Nachrichten nicht wenigstens ein bisschen staffeln kann. Sie könnten ja sowas wie eine Mindestanzahl machen, dass man pro Nachricht nur einmal oder... Sagen wir, man darf 3 Absätze in einer Twitch-Nachricht machen. Das wäre so angenehm. Ich glaube, das ist halt, damit man nicht krass spammen kann oder irgendwie so Copy-Pastas machen kann, die den ganzen Chat ausfüllen. Was man übrigens trotzdem machen kann. Aber ich finde das übelst scheiße, dass ich meine Nachrichten immer so hässlich machen muss. Ich würde so schöne Twitch-Nachrichten schreiben. Oder von euch erwarten. Wenn das gehen würde. Ich hasse es, dass man auf Twitch keinen schönen Absatz machen kann, um mal so eine Liste reinzutippen. Oder einfach mal einen Satz und dann darunter einen schöneren Satz. Alles nur so am Stück. Du kannst immer nur Satzzeichen und Leerzeichen setzen. So ein Müll. Ja, ich wusste nämlich, dass du das fühlst. Ich hab basically auf Nicoles Namen einfach gerade gewartet im Chat, dass der aufploppt. Ich wusste, dass du relaten kannst. Ich weiß, dass auch noch mehr Leute relaten können, aber trotzdem. Ein bisschen doller wäre schon möglich gewesen. Ich hätte üben sollen. Aber der ist fein. Ich hätte im Wasserhindernis landen können und alles. Das war eine gute Runde für diese Map. Da war ich schon mal viel schlechter. Fuck off! Man könnte so... Ich hatte schon so oft das Bedürfnis, eine richtig nice... Was? Wie? No way, war der zu stark. Oh, das werde ich doch jetzt verkacken. Jetzt hau ich den drüber weg. Ich hau den jetzt... Guck mal. Das Langsamste, was ich überhaupt machen kann, ist fast eine gesamte 1. Ich kann gar nicht weniger als das. Auf einmal macht er so den Hauch eines Schlags. Ich begreife Bewegungssteuerung nicht. Die ist so inconsistent bei mir, unfassbar. Ich komme aus dem Lurk, um absolut zu relaten. Ich habe nämlich gerade gemerkt, das habe ich noch nie angesprochen, das hätte ich längst mal in Just Chatting oder so anmerken müssen. Da wären nämlich alle hier. Da wären sie alle aktiv. Noch nie so ein Win-Take zu Twitch eigentlich gehört. Das fühle ich seit Jahren und ich habe nie drüber gesprochen, wie viel geiler das einfach wird. Es gibt keinen Grund, Twitch. Ernsthaft, es gibt keinen Grund für die Scheiße. Schön. Schön. Schön rage-fueled, das Ding hier. Wenn man sauer ist, dann spielt man auch gut. Hi, als ob schon das Golf-Update draußen ist. Zu gut, dass ich mir gestern die Hand verbrannt habe. Nein. Oh, shit. Gute Besserung. Das schaffe ich nicht. Warum schlägt mir das Spiel das überhaupt vor? Das ist so ein Jebel. Ich werde einfach nur gegen diesen Baum schlagen, wenn ich das mache. Da ist zwar das Grün, aber... Wenn, dann müsste ich hier hin, aber 3 km/h Wind ist halt nichts. Der Pfeil ist auch voll scheiße von der Windanzeige. Der ist nicht mehr so farblich. Der bewegt sich auch gar nicht. Der ist gar nicht animiert. Was haben sie da gemacht? Also ich sag, wie es ist. Das ist seit Wii Sports auf demselben Level. Das hätte Game Freak hier genauso releasen können. Sieht ein bisschen besser aus, aber... Das war die Wartezeit so null wert. Okay, da ist kein Baum, das kann ich machen. Dann noch vielleicht die bisschen die 3 Meter einberechnen. Komm, ich krieg das hin. Ach, scheiße, da ist der Sandbunker. Da ist der fucking Sandbunker schon wieder. Ich werde wieder in den Sandbunker schlagen, ich sag, wie es ist. Nein! Nicht so... Oh Gott, wieso ist das denn so weit? Ich dachte, ich komme mit der 4 gerade so über den Sandbunker hinaus. Auf einmal fliege ich so 500 Meter weiter als der Sandbunker. Ich begreife es nicht. Einfach Orangensaft. Frag nicht, was für Saft? Orangensaft. Fassen Sie mich nicht an. Schön.
No fucking way! Oh, come on! Heute so ein Chip-In, ne? Das wär's noch. Einmal! Einmal das Glück haben, das wäre so krass. Vierter Schlag für die Map. Ist okay, oder? Ist okay, machen wir ihn rein. Machen wir ihn einfach ganz Suche. Warum geht das immer so ab? So nämlich. So nämlich. Dankeschön. Plus minus null. Macht's nach. Und er wird nicht wieder an der Fahne abprallen. Das hat eh keiner gesehen beim letzten Mal. Ja, so sad. In Wii Sports. Im ersten Video, da gibt's eine Szene, wo ich gegen, aus dem Bunker, gegen die Flagge schlage und sie in einem rechten Winkel von der Flagge abprallt und in den nächsten Sandbunker geht. Aber genau da ist ein Cut, wo das abprallt. Und deswegen sag ich im Video sowas wie, was? Also so richtig krass, aber die wenigsten, denen ich das gezeigt habe, und ich konnte es halt im Video jetzt auch nicht erklären, so. Ah, die Scheiße. Das ist auch schon aus Wii Sports noch. So viele bekannte Maps und die nimmt einen so hops. Ist die Scheiße. Wobei, vom Schläger her sieht das eigentlich ganz gut aus. Der Wind ist hier nicht so schlimm wie sonst. Der Wind kann hier einem das richtig versauen, aber... Wo kam der Twist her? Wohin? Junge, wohin? Aber ich weiß wieder, was das Problem ist. Die ist nämlich viel zu hoch. Das ist viel zu hoch gelegen. Ich muss basically noch einen anderen Schläger nehmen, glaube ich, weil man kommt einfach auf ansonsten. Okay, aber ohne Twist sollte das eigentlich machbar sein hier. Guck mal, besser ging nicht. Wehe, der fliegt zu weit oder so. Aufs Grün. Oh. Ah, nicht ganz. Hätte ich es doch mal gleich so gemacht. Jetzt habe ich noch einen fucking Strafpunkt wegen dem Wasser. Twist. Wo kam dieser Twist in meiner Bewegung her? Wieso sollte ich den jemals machen? Oh Gott, und hier weiß ich auch nicht, was ich tun soll. Nee, Putter macht keinen Sinn. Der bleibt dann direkt liegen. Was soll ich denn machen? Was wird denn hier von mir verlangt? Oh! Der war so schön. Ach, der war schön, oder? Jetzt gehen einfach alle gerade nachgucken nach der Szene. Alle, die es interessiert, so, was war da? Nein! Nein! Ich dachte, ich kann einfach, wieso tue ich das jedes Mal? Ich denke mir so, scheiß auf, das muss ich jetzt nicht üben, das ist sowieso ein Selbstläufer. Und dann verkacke ich die Scheiße, dann mache ich das zu doll. Feige Frustplätzchen. Das schmerzt. Na, wenn es gut ist, haben die Leute, die es noch nicht haben, einen weiteren Grund, es zu kaufen. Das, ja, das Spiel ist mit dem Golfmodus übelst cool. Das ist jetzt vollständig, das war ja auch umsonst. Ich muss ja nicht zahlen oder so. Aber wieso war das nicht von vornherein dabei, als ob das nicht fertig war? Als ob sie sich dachten, nee, ein Sportspiel müssen wir im Sommer rausbringen. Das dürfte jetzt auf keinen Fall kurz vor Dezember in die Läden kommen. Das wäre super, natürlich, das wäre so stark. Hätten sie das jetzt fertig gemacht und dann mit Switch Sports zusammen verkauft. Was war der Gedankengang? Wieso wurde es zuerst ohne Golf verkauft? Oh nein. Also jetzt habe ich das Gefühl, es gibt doch keine neuen Maps. Ich weiß, dass es neue Maps gibt, ich habe es ja gesehen, aber jetzt gerade spielen wir schon wieder nur diese fucking NES oder Wii Sports Golf Maps, weil die hier ist so ikonisch. Sie ist ikonisch, aber ich habe sie in meinem Leben schon so oft gespielt. Es ist halt nicht so spannend, das jetzt hier nochmal zu sehen. Okay, nice. Die ist aber super schwer, insofern geil. Machen wir noch eine Wette? Ich habe noch ein paar Minuten. Ich könnte noch ein bisschen Bowling oder so auch tryharden. Gab es da nicht noch was ich machen wollte? Und hier gehen wir auf jeden Fall... Ja, wobei... Wisst ihr, was ich versuch's? Bei Wii Sports ist es immer ein Fehler, das von hier aus darauf zu schlagen. Aber auch nur, weil der Wind immer viel krasser ist. Bei Switch Sports ist gerade der Wind irgendwie lange nicht so extrem. Nee. Nee, what the fuck? Okay. Digga. Ich habe doch gerade rausgefunden, warum der Twist nicht drin war. Dann habe ich es versucht, nochmal das so zu machen. Muss man denn wirklich jeden Schlag fünfmal üben, bis man ihn versuchen darf? Warum verkackt man denn jedes Mal? God damn it.
Oh, geht ja zu weit. Ach du Scheiße, das ist die schlimmste Map. Das ist halt auch in meinem Video die schlimmste Map. Gott, wie ich sie hasse. Gott, wie ich sie hasse. Bin ich jetzt trotzdem auf der Insel, weil ich aufgekommen bin? Yeah, let's go. Warum hier, Junge? Was soll man machen? Das Game ist so dumm, was es einem manchmal vorschlägt. Unfassbar. Unfassbar ist das. Cool ist einfach. Guck mal, war perfekt. Warum nicht gleich? Bleib liegen. Du dreckiger Ball. Okay. Okay, hätte viel schlimmer sein können. Hätte viel, viel schlimmer sein können. Wow. Was? Also, das bin doch jetzt auch nicht ich. Diese Streifen hier am Boden zeigen mir noch ganz andere Dellen in der Landschaft als das hier. Das sieht komplett anders aus. Da hinten geht es doch übelst hoch. Und ich habe hier links und rechts zwei so Erhöhungen mit so einer kleinen Kuhle dazwischen. Die ist gar nicht eingezeichnet. Hier geht es basically nur bergauf. In dieser Ansicht. Aber das hier ist doch total... verdreht und so. Okay, aber es ist basically nur geradeaus. Es ist geradeaus und bergauf. Das heißt, ich muss relativ stark machen. Scheiße. Aber es wäre eh links vorbeigegangen. Oh shit, es ist schon wieder Donnerstag. Nein, es ist nicht. Morgen ist Mittwoch. Lasst euch von mir nichts einreden. Mittwoch übrigens, Dienstag jetzt wahrscheinlich der neue Bubenaufnahmetag. Dadurch, nicht nur dadurch, aber eventuell Veränderung auf dem Weg. Vielleicht stirbt der Donnerstag. Vielleicht wird mein neuer Streamingtag Mittwoch sein. Im nächsten Jahr. Vielleicht mache ich das noch nicht im Dezember. Aber, oh, wir sind durch. Fucking 17. 17 ist okay. Ich bin unter 20 geblieben. Das war meine eigene Hürde. Wahrscheinlich mache ich plus minus 0. Was war das für eine dumme Wette? Nicht mal ansatzweise. Das ist viel zu unmöglich. Ich glaube, ich habe noch nie in irgendeinem Golf eine 0 am Ende gehabt. Nicht auf Discord, nicht bei Mario Golf, nicht bei Golf with your friends. Golf ist schwierig. Extreme Deck Johnny plus 17. Ist eine gute Runde. Finde ich nice. Ich glaube, ich will es nochmal spielen. Bisschen Golf will ich auf jeden Fall noch machen. Aber ganz 18 Stück schaffen wir nicht mehr. Dann spiele ich jetzt gegen euch, oder? Junge, was für Pause. Das war noch nicht mal so lang. Übertreiben auch immer ein bisschen. Dann gehen wir doch nochmal online. Und ich gucke, ob... Könnt ihr mitspielen? Also ist irgendwer am Start? Kann ich jetzt einfach da rein joinen und es könnte zufällig sein, dass ihr mitspielt, wenn wir das timen? Falls jemand dabei ist, schreibt mal in den Chat. Dann klicke ich auf Suchen, wenn ihr auch auf Suchen geht. Und dann versuchen wir zusammen zu landen. Ich wäre dabei. Let's go. Ich meine, ich könnte, glaube ich, auch irgendwie einen Raum aufmachen oder sowas, aber das könnte so auch klappen. Veränderung, hör auf damit! Maybe. Maybe für dich sonntags und mittwochs. Man kann auf jeden Fall immer mal einen Bonusstream am Donnerstag oder Samstag auch passieren. Oder am Montag. Montag ist dann sehr viel mehr möglich, auch mal einen Bonusstream zu machen. Weil Montag finde ich auch einen sehr coolen Tag dafür eigentlich. Das Monitor, danke für den Sub. Willkommen im Team, willkommen im Stream, ich grüße dich, was geht? Okay, Flo, bist du am Start? Wärst du ready? Dass du auch schon auf Suchen gehen könntest? Beziehungsweise hast du deine erste Runde Golf schon gespielt? Weil sonst wirst du mit Computergegnern gematcht, damit du das Tutorial spielen kannst. Richi, oder... Oh Gott. Oh, Hilfe. Kennt ihr das, wenn die Kohlensäure irgendwie aus dem Magen hochkommt und von oben aber gerade Wasser oder Luft runtergeschluckt wird und dann trifft sich das in der Speiseröhre und kämpft erstmal so ein Anime-Fight gegeneinander? Nur ich? Okay, dann habe ich das auch nicht. Richi, ich grüße dich. Was geht? Ich bin bereit und habe schon ein paar Runden Golf hinter mir. Let's go. Scheiße, dann ziehst du mich ja ab. Ach fuck, ich hätte runterzählen müssen für dich. Es könnte trotzdem klappen. Geh rein. Oh oh, das könnte trotzdem was werden. Ich weiß nicht, wie du heißt. Aber Eternal Magic. Fuck. Ich habe keine Ahnung, ob du Flowfox heißt in-game. Doch, ist schon unangenehm. Okay, stark. Nicht so stark. Aber das habe ich entschieden zu oft und ich weiß nicht, ob das relatable ist. Ob Leute so oft verkacken wie ich, überhaupt einfach Luft zu schlucken.
oder Luft zu atmen. Ich glaube, beim Reden oder beim Leben, ich schlucke so viel Luft. Ich muss einfach random immer aufstoßen. Das ist super ekelhaft. Yo, der Gönner-Move mit meinem Schläger, den ich mache. Ich klemm den hier so ein. Oh yeah. Okay. Mal sehen, ob das zeitlich hinkommt. 21 Uhr bin ich verabredet. Aber bis zu dem Punkt könnte ich auch rausfliegen. Also, vielleicht komme ich ja nicht mal weiter. Jetzt sind ja echte Gegner hier. Vielleicht ziehen die mich komplett ab. Let's try it. Machen wir eine Wette? Gewinnt Johnny die Golfpartie? Let's go. Rein in die Wette. Ich will die Scoville fliegen sehen. Da sind Bäume. Ich versuch's wirklich. Ich versuche wirklich gut zu sein. Wisst ihr was? Wir machen es so. Wir gehen dahin. Wir gehen dahin und ziehen nicht komplett durch. Ich muss sogar noch ein bisschen weiter nach rechts. Oh, wie ich mich kenne, lande ich jetzt im Sandbunker dadurch. Schön. Genauso wollte ich's. Wenn der jetzt zu weit geht, dann weiß ich auch nicht. Ja, Mann, der ist perfekt, oder? Ach, als ob da noch so viel Power hinter ist. Ah, jetzt habe ich es nicht so einfach. Jetzt lande ich, glaube ich, auf diesem... Ich versuche, auf diesem grünen Ding zwischenzulanden. Das ist ein good call. Okay, ein bisschen so, weil ein bisschen Wind ist schon da. Aber ich darf auch nicht zu weit weg aufkommen. Das darf echt nicht zu doll jetzt sein hier. Aber das war zu schwach, oder? Roll noch ein Stück, let's go! Schön, damit kommen wir aufs Grün. Damit könnte ich es sehr, sehr gut aufs Grün schaffen. Ist irgendwer von euch dabei? Ist irgendwer von diesen Spielern gerade im Chat? Das wäre super cool. Aber es spielen wahrscheinlich heute relativ viele Randoms weltweit, deswegen rechne ich mal nicht damit. Sollte ich aufs Loch zielen? Ich habe Angst. Ich glaube, ich lande im Baum, wenn ich das mache. Ich glaube, so ist besser. Gehen wir lieber auf Nummer sicher. Beziehungsweise, sollte ich einen Schläger höher gehen? Ist doch besser, oder? Ich bin mir da immer so unsicher. Weil genau auf den gelben Punkt zu spielen, wenn ich nur die 3 voll mache... Fuck! War da trotzdem der... Oh, let's go! Das war... Damit habe ich nie gerechnet, dass das jetzt so gut ausgehen wird. Let's go. Ich brauche jetzt den Putt meines Lebens. Ich brauche den Putt meines Lebens für die Scheiße. Ich muss noch runterladen, okay. Das mit den Luftschlucken fühle ich. Ich liege manchmal da und... Also, keine Ahnung, bin am Handy oder gucke irgendwas am Fernseher. Also, auf der Couch liege ich so und guck so mit so eingeklemmten... So Doppelkinn-Position sozusagen. Und wenn ich dann aufstehe, merke ich manchmal richtig so, boah, Alter... Richtig viel Luft ist da, hat sich angesammelt, während ich da lag die ganze Zeit. Und das ist so erleichternd dann. Ist nicht mal unbedingt ein Rülps, sondern so richtig viel, einfach so... Holy shit, wie so ein Blasebalg. Das ist ein bisschen nervig auf jeden Fall. Als ob ich nur den Putter verwenden darf. Ich kann ihn nicht mal reinmachen hier. Ah, okay. Man darf mit dem Putter einfach richtig übertreiben. Das ist gut zu wissen. Hätte ich noch weiter nach links gezielt, wäre er drin gewesen. Let's go. Obwohl es so unmöglich wirkte. Keine Zeit mehr. Hab zu viel gelabert. Schön. Schön! Also so viel schlechter als die anderen kann das nicht sein. Das muss komplett... Da muss ich noch drin gewesen sein mit, oder? Irgendwer war auf jeden Fall besser, aber das passt schon. Was ist ein Reflux? Das ist dieser... Ich glaube, es ist einfach der Wirkreflex, oder? Nee, Reflux ist aufstoßen. Reflux ist doch der eine... der Bossfight aus Rayman 3. Reflux. Klau das Zepter. Ich bin der Beste! Als ob! Let's go! Ich hoffe, das sind echte Spieler. Ja, Mann. Doch noch der Profi. Öfters aufstoßen nach Essen oder Mineralwasser sowieso klingt nach einem schwachen Fall von Reflux. Hab es selber als nervig. Oh, dann ist es eher so eine Art Krankheit? Ja, das könnte ich haben, I guess. Oh, die Believer. Doch, ist ausgeglichen. Aber die Non-Believer haben ein bisschen mehr Geld reingepumpt. Okay, ich hol das Ding für euch. Ich werd's euch schon noch beweisen. Nee, das wird gar nichts. Schön. Nicht nach links. Nein, da ist der Sandbunker. Nein, warum ist es nach rechts? Oh, aber so dick in den Sandbunker rein. Alle. So viele sind im Bunker. Okay, da wird aber auch richtig scheiße gespielt. Ich würde sowieso sagen, im zweiten Schlag komme ich ja nur. Okay. Machen wir den. So viel weiter ans Grün wäre ich eh nicht rangekommen, glaube ich. Machen wir so richtig absichtlich zu krass. Ah, okay, der Baum. Aber nehmen wir.
Hätte noch ein bisschen weitergehen können. Aber für so einen Scheißanfang mit dem Bunker ist das echt okay, die Position. Ich komme aber nicht aufs Grün, oder? Mit Rückenwind, doch, na klar. Na klar komme ich aufs Grün, aber ich fliege wahrscheinlich viel zu weit fürs Grün. Ich mache ein bisschen nach hier, glaube ich. Aber jetzt wird geübt. Der Schlag muss geübt werden. Oh ja, okay. Schön auf den gelben Punkt, ohne zu verziehen. Komm, ich krieg das hin. Ja. Nein. Bisschen angeschnitten, aber der geht nicht ins Wasser, oder? Der geht wunderschön. Oh, der geht zu weit. Der prallt krass ab. Natürlich prallt er auch genau in dem Winkel in den Sandbunker. Ich habe das schon gesehen. Das Grün war so wie eine fucking Sprungfeder. Genau auf den Bunker geaimt, Junge. Muss das sein? Muss das denn sein? Tu das denn Note? So aber nämlich. Roll rein! Oh! Nein. Ich meinte eigentlich das hier. Okay, nevermind. So. Wie weit nach rechts muss ich hier aimen? Ich weiß es nicht. Zu stark. Viel zu stark. Viel zu stark. Aber ich darf nicht zu schwach sein. Hä? Oh, weil ich noch auf dem scheiß Grün da war? Was war denn das? Okay, wenn ich das jetzt verkacke, dann bin ich wirklich... Das war's dann. Das war einfach nur Schwachsinn dann. Oh, der war perfekt. Wenigstens war der perfekt. Wieder ein Bogey. Bogey. Ist okay für mich. Also, dass sie keine Publikumssounds haben, ist aber auch wirklich sad. Was soll denn das? Ich gebe mir aber gerade ein bisschen zu viel Mühe. Ich habe nur noch 10 Minuten. Ich bin viel zu gut. Ich bin einfach zu krass. Aber die Wette hole ich mir. Die haben keine Chance. Die haben keine Chance. Winnie ist mein größter Widersacher. Den ziehe ich ab. Easy. Die Menge tobt und er lässt den Lenker los. Und er winkt seinen Fans zu. Kann ich das finden? Fucking Randys Stimme als Ansager von Freakstyle. Freakstyle Sprecher Sounds. Nein, nicht korrigieren, YouTube. Freakstyle ist richtig, das ist ein GameCube-Spiel. Nicht Freestyle. Scheiß drauf. So viel Gegenwind. Ach du Scheiße. Okay, einfach nur so doll wie möglich. Aber trotzdem geradeaus. Boah, wenn ich das doch einfach mal ohne... Let's go! Es hat genau geradeaus verzogen. Wie stark! Das war Absicht. Das war Absicht, damit ich von allen am weitesten komme. Mua, lucky. Guck, wie kerzengerade dieser rote Strich ist. Geil. Und jetzt das gleiche nochmal, dann könnte ich sogar in der Fahne landen, glaube ich. Beziehungsweise nicht das gleiche nochmal, sondern... Guck mal, beim Üben immer richtig schön gerade. Richtig schön gerade, komm. Das habe ich doch gerade raus. Und da ist wieder ein kleiner Twist drin. Als ob da jetzt so ein kleiner Twist drin war. Rauf da. Schönes Ding! Das ist aber für den Putter ein bisschen scheiße hier, glaube ich. Das war eben super, das seltsame Gefühl, damit zu putten. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich putten soll. Uff. Ganz vorsichtig. Schön. Zu doll. Schönes Ding! Die Fahne war sogar noch im Weg. Minus eins, Jungs. Da könnt ihr nochmal. Da dürft ihr. Hä? Da war doch eben noch ein Jubler an derselben Stelle im Video. Den wollte ich hören. Will ich verarschen? Boah, 20 Punkte. Oh Gott, Winnie ist genauso gut. Winnie hat die Map genauso gut abgeschlossen wie ich. Scheiße, das wird heftig. Oh, okay, die haben wir gerade geübt. Die kennen wir. Die kennen wir doch. Ich weiß aber auch nicht, was ich am Anfang dachte. Ich dachte irgendwie, oh, ich habe schon alle Löcher gespielt. Das waren ja nicht mal ansatzweise 18, das waren vielleicht 5 oder so, ne? Die dauern nur ein bisschen. Mit Gegenwind machen wir den. Ich weiß nicht, was Winnie macht, aber wir machen den.
ganz auf Nummer sicher. Wenn da irgendwas im Sandbunker landet, ich bin so sauer. Ich bin so sauer, wenn der jetzt im Sandbunker... Der wäre so fett im Sandbunker. Ich hab doch Gegenwind. Ich hab doch Gegenwind. Und trotzdem fliegt der so weit. Wie viel Gegenwind hatte ich? Nicht viel, oder? Ja, okay. Den machen wir jetzt aber trotzdem schön aufs Grün. Scheiße, das hätte besser laufen müssen. Das hätte besser laufen müssen, aber die Einschränkung mit dem Gras hier ist scheißegal. Die ist in dem Fall wirklich scheißegal. Ich muss so ein bisschen mehr als die 2 machen. Schön. So wollte ich das. Genauso wollte ich das. Richtig schön da ran. Yo, let's go, den mache ich rein. Als ob ich mit 2 Schlägen so nah ans Loch gekommen bin, doch. Trotzdem. Vinny, du hast den jetzt nicht in 2 Schlägen reingemacht, oder? Tu mir das nicht an. Jetzt bitte nicht übertreiben, Johnny. Bitte jetzt ganz in Ruhe. Warum ist das so doll? Ganz langsam. Ganz langsam. Nicht zu langsam, aber ganz langsam. Das war zu langsam. Oh, das war fast zu langsam. Plus minus 0. Was bin ich denn für ein Pro auf einmal? Ich zieh die ja wirklich ab. Ich hoffe, das sind echte Spieler. Ich meine, das ist meine erste Runde gegen echte Spieler. Aber ich hätte gedacht, ich bin schlechter. Was hat der für eine Nase, Junge? Und was hat der für eine scheiß Putt-Skills? Oh, so ein Loser. Oh Gott. Juli, die lodernde Asche. Komplett verglimmt einfach. Nicht mal mehr ein Funke ist das. So bad. Ich bin der Beste. Ich bin der Allerbeste. Let's go. Komm, Vinny, zeig mir, was du gemacht hast. Zeig mir, was du gemacht hast, Vinny. Vinny, ich bin nicht ready für die Scheiße. 7 Punkte. Friss das. Yo, Vinny, schön abgekackt. Let's go. Heute hole ich mir die 30. Jetzt hole ich mir noch die 30 zum Abschluss. Letzte Map. Ich habe schon richtig dumme Plays gemacht. Das hier lief alles gut. Das lief echt vollkommen fein. Komm, Johnny, mach's für die Believer. Hol dir das Ding. No, es ist das fucking Resort. Tatsächlich. Ach stimmt, das Gebäude da im Hintergrund ist ja aus Wii Sports Resort, oder? Ja, Mann. Der perfekte Mii für die Scheiße. Okay, unentspannter Johnny. Gegen den Rest der Welt. Let's do it. Okay, das ist eine simple Map. Einfach nicht in den Baum schlagen und nicht in den Sandbunker. Dafür muss ich gerade einfach nur einen perfekten Schlag auf den gelben Punkt machen. Let's go. Nee, mehr üben. Das darf nicht so sein. Aber mein Shirt ist auch zu klein. Ich habe heute ausgerechnet so ein enges Shirt angezogen. Das scheuert jetzt so richtig schön unter den Armen, während man das macht. Nein! Angedreht, um im Sandbunker zu landen, oder? Okay, er fliegt nicht weit genug. Es ist nicht mal ein Sandbunker, es ist ein gesamter Strand einfach. Das war optimal. Nehme ich mit. Scheiß auf meine Skills, zeig's ihnen. Ja, Mann! Selbst die Non-Believer sind jetzt auf meiner Seite. Ich kann das tatsächlich gewinnen. Das hätte so viel schlimmer laufen können, aber ich spiele hier auch auf Nummer sicher. Weil jetzt zum Beispiel, ich könnte zwischen die Bäume da zielen, ne? Aber das sieht auf der Map so aus, als würde ich genau in einen Baum reinschlagen, wenn ich das mache. Und dann lande ich da auf der Scheiße. Und dann bin ich eh immer noch nicht auf dem Grün. Also kann ich auch einfach hier hinspielen auf Nummer sicher. Machen wir so. Wir machen hier auf schön auf Nummer sicher. Nur bis zur 3 hoch. Perfekt, Junge. Wehe, du bleibst nicht auf dem Grün. Brems! Ja, der Abpraller war auch richtig, richtig wichtig. Let's go. Mach zwischen die Bäume. Nee, das bringt einem auch nichts. Also ich hätte es machen können, wäre ich näher am Grün, aber ich wäre nicht auf dem Grün. Weil aufs Grün kann ich jetzt auch kommen. Soll ich ein Eisen mehr machen? Warum schlägt er mir das denn vor? Das ist doch dumm, oder? Da gehe ich doch lieber so und dann auf ungefähr auf den... Das mache ich jedes Mal und dann ist es doch irgendwie verkehrt. Warum schlägt er mir das andere vor? Das hier ist doch besser. Nein, ich höre jetzt aufs Spiel. Wir machen den. Und ich glaube, ich gehe trotzdem noch ein bisschen weiter hier rüber, wegen dem Wind. Ich werde halt im Sandbunker landen durch die Scheiße. Ich werde halt jetzt auf... Ah, fuck, Vinny ist als Erster auf dem Grün. Vinny ist auf dem Grün. Sandbunker. Wie krass war denn jetzt bitte der Gegenwind? Ich hab doch so doll geschlagen, dass der gerade erst bei dem 4. Punkt aufkommen sollte. Ah, ja, doch, das kommt leider hin.
Vinny ist mit einem Birdie fertig. Vinny hat einen Birdie. Geh weg, du scheiß Textbox. Ich muss ihn jetzt reinchippen. Der wird jetzt reingechippt. Auf easy. Auf ganz filigran. Der Hase kommt aber ganz anders. Ich hätte mir nach links... Ja, okay, wäre auch zu weit gewesen. Nicht so weit rollen. Oh nein, ich werde den auch nicht reinpatten, oder? Ich werde den nicht reinpatten. Fünfter Schlag, wie ist das passiert? Ich habe nur zwei... Nein, ich habe keine Zeit mehr. Ich habe doch nur zwei Vorsprung zu Vinny. Muss ich irgendwie aimen oder ist das einfach nur ein gerader Schlag? Ich weiß es nicht. Ich panicke. Oh mein Gott! Ja! Das hat er nicht aufgeholt, die zwei, oder? Mit einem Birdie. Ich habe plus minus null. Habe ich jetzt einen fucking Gleichstand mit Vinny? Als ob der reingegangen ist! Als ob der reingegangen ist! 7 Punkte. Als ob der drin ist. 10! Er macht einen mehr! Ich raste aus! Es ist Gleichstand! Als ob er auf der Map eine 10 packt! Ich raste aus! Unentschieden nearest to the pin? Was heißt das denn jetzt? Oh, fuck! Es geht noch weiter? Die Fresse! Was? Showdown mit Vinny. Oh, verstehe. Fucking stechen. Nearest to the pin. Oh Gott, was? Wir haben nur eine Minute Zeit. Fuck, was heißt das denn? Wie nearest to... Also... Fuck, fuck, fuck off, Alter. Ich hasse alles. Ich hasse alles gerade. Nee, ich mache auf Johnny. Ich mache hier meine Experimente. Ich sag, wie es ist. Vinny traut sich nicht. Vinny, kannst du nicht vorlegen? Das war das Beste, was ich hätte machen können für meine Technik. Let's go! Let's go, der ist strong. Der ist doch strong. 4,15. Ich glaube, wir vergleichen jetzt nur die Meter, ne? Wie nah er dran ist. Yes! Yes! Da kommt er geflogen! Da kommt der Loser! Was eine Runde! Muss ich noch... Ja, ich muss nicht mehr putten! Ich muss ihn nicht mehr reinmachen! Nearest to the pin! Nearest to the king! Let's go! Als ob ich das Ding tatsächlich um 21 Uhr Punktlandung hier geklappt habe. Let's fucking go. Believer werden ausgezahlt. So will ich das sehen. Schönes Ding. Ich war ready, diese Musik abzuspielen. Aber wisst ihr was? Ich fühle sie trotzdem. Das ist auch meine Siegesmelodie. Ich sag, wie es ist. Weil es mein Theme ist. Let's go! Guckt ihn euch an, den Johnny. Extreme Dank. Vinny, das war krass. GG, Vinny, gut gespielt. Dafür steht nämlich GG, für gut gespielt. Und, Let's go, Believer. Starke Runde. Als ob ich noch eine Wette heute geholt habe. Das war wirklich nice. So wollte ich das sehen. Am Anfang habe ich nicht abgeliefert. Da muss ich mich einspielen. Aber jetzt... Jetzt habe ich alles gegeben für meine Verhältnisse, würde ich sagen. Und wir holen uns jetzt den fucking Burger. Let's go. Der ist hier gar nicht dabei. Was ist das denn? Bowling aus, boah geil, so ein Holzbowlingball. Der ist cool. Warum kriege ich den Burger nicht? Und warum sieht der Burger aus wie der Burger aus von den Game Grumps? 1:1. Den haben sie übernommen. Der Schläger, okay. Hä, aber wieso ist der Burger gar nicht dabei? Wie oft kann ich das machen? Einmal im fucking Bad. Let's go, let's do it. Ich kriege ihn also doch. Ich bin zufrieden mit mir. Gamer-Gene. Mann, war das knapp. Holy shit. Als ob Vinny da den Ausgleich mit mir in der letzten Runde gemacht hatte. Damn!